Hallo zusammen, wir sind in der Metro und eigentlich hatte ich gehofft, entschuldigt, ich bin heiser, dass es Halloween-Sachen gibt. Und der Herr sagte aber, nein, das ist doch erst Ende Oktober, aber was stand da schon? Weihnachtssachen. Okay. Und Heiko hat jetzt gerade entdeckt von Ahoi Brause. Was ist das eigentlich? Wie, Einmal Orange, Himbeer, das aber, ist wahrscheinlich 14. Aber Brause oder was? Ja. Von Ahoi Brause, Brause. Ja, und hier ist Himbeer von... Nein. Ja, einmal. Dann das lieber ist, die Cola. Dann nehme ich auch eine Cola mit. Dinge, die die Welt nicht braucht. Gefunden haben wir trotzdem was. Ein Pullover für Hanna. Das ist der. Und wir haben noch so einen 20% Gutschein. Dann einmal Klarsichthüllen. Ein... Anfänger-Lesebuch. Sie kann zwar noch nicht lesen, aber vielleicht zu Weihnachten. Mountain Dew für mich. Und die Luftmatratze war im Angebot, weil am Freitag hat Hanna Übernachtungsgäste und so viele Matratzen habe ich nicht. Na gut, würde ich vielleicht hinkriegen, aber ich denke, damit ist es wesentlich einfacher. Heute ist meine Oma gekommen und sie hat mir was mitgebracht. Eine Schultüte. Ja, und was liegt da auf dem Tisch? Noch eine Schultüte. Noch eine Schultüte und noch eine Schultüte und noch ein Geschenk. Ja, ein Einhornschwamm. Oh, cool. Hm? Ein Waschlappen. Lippenstift. Hm? Nicht dein Ernst. Und? Das ist mal Radiergummi. Ein Radiergummi. Und sie hat reingebissen. Nee, auf die Lippen. Ein Glücksfänger. Ja, sag ich mal, ist das so einer, den du Ava geschenkt hast? Erinnerst du dich? Ja. Hä? Ist das ein Pferdeanhänger? Oh. Nein, ein Einhorn, glaube ich, ne? Ja. Das macht was? Können wir ja das auch mal? Unten muss man rausziehen, dass er. Das ist nicht dieselbe Nummer. Schon Weihnachten? Nein. Eine Zuckerstange. Das ist nicht kalt. Noch mehr Süßigkeiten. Und bunte Schlangen. Bunte Schlangen. Ja, da war immer nur ein Häkchen, dass du es gar nicht irgendwie bekommen hast. Sie hat das Internet ausgehabt. Ach so. Sie hat das Internet getötet. Schick. Gefällt dir das? Ja. Gut. Ständig. Und ich weiß, ich hab's geändert. Oh, süß. Was ist das denn? Ein kleines Elefantenbaby. Das sieht aus wie Hakum in klein. Das passt zu meinem größeren. Heute fahren wir ins Rabatt. Und wir versuchen euch mitzunehmen ein bisschen. Ich hoffe mal, dass es nicht so voll ist, sonst ist es immer ein bisschen schwieriger mit Film. Auf geht's! Muss man rückwärts hochklettern? Guck mal. Ja, versuch mal. Ja, dann kletter mal rückwärts hoch. Es brennt. Und dann muss man auf die Ja, Nase der Boden ist Lava sozusagen, ne? Der Boden ist Feuer. Der Boden ist Feuer. Nee, so geht das nicht. Ja, das schlaft dann deiner. Und dann musst du da oben den roten Knopf drücken und dann macht's wiebu, wiebu wahrscheinlich, ne? Kommt die Feuerwehr, oder? Ja. Aber da hast du echt noch ein ganzes Stück vor dir, ne? Du bist die Feuerwehr. Da weiß ich, aber ich möchte nicht mehr. Hier ist zu wackelig. Oh. Okay, mit Mathe ist schneller, ne? Ja. Oh. Ja. Und ich komm gleich auf. Okay.
understand the safety rules. Boah, Anna. Renn! Wie lange musst du denn? Ich bin schlapp. Ja, du bist auch super heiß schon. Ist das nicht für drei Leute? Geht auch alleine? Wow! Was war das denn? Ich war noch gar nicht so weit. Wow! Traust du dich von ganz oben? Nein. Komm, Schnucki. Wow! So, nun ist unser Tag im Rabatz auch schon zu Ende. Hanna sammelt noch mit ein paar Mädchen Bälle ein. Und zum Dank. Bis dann nachher. Ein Slush. Meine Freundin hat in, Moment, 4 Tagen Geburtstag und habe ich überlegt, was schenke ich ihr und hatte dann an einen Kinogutschein gedacht und dann fiel mir ein, ding, sie sagt immer, dass es bei mir so gut riecht und das liegt an diesem Glas da hinten, das da, mit den verschiedenen Yankee Candle Tarts drin. Einfach nur, dass dieses Glas da so still steht. Und wenn man natürlich dran vorbeiläuft denn, und da so ein Windhauch dran vorbeikommt, dann riecht das wirklich nochmal extremer. Und das riecht wirklich, wirklich gut. Und das im unteren Teil sind sogar noch teilweise Tarts aus meinem Haul, wo ich euch mal gezeigt habe, welche Sorten ich bestellt habe. Das ist bestimmt schon Asbach uralt, das Video. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich einfach so ein Glas fertig. Das Glas selber habe ich, glaube ich, mal bei Teddy gekauft. Habe dann auch geguckt, das gab es leider nicht mehr. Jetzt habe ich eins von Ikea gekauft. Diese Perlen habe ich auch nicht wiedergefunden. Habe dann stattdessen so kleine Steinchen gekauft. Und mir Tarts nochmal bestellt. Und jetzt zeige ich euch das Glas. So sieht das Glas für sie jetzt aus. Das ist von Ikea. Und wie gesagt, ich habe da unten von Teddy solche kleinen türkisen Steinchen reingefüllt. Und obendrauf, ja, Tarts verschiedene. Ich habe einfach bunt gemischt. Die kann sie natürlich benutzen. Aber das riecht schon mal sehr extrem. Weil ich habe die wirklich gerade frisch da reingefüllt, habe mein Glas auch aufgefüllt. Falls ihr das sehen könnt, das war halb leer und jetzt ist es wieder voll. Und dann geht's Mittwoch auf eine kleine Geburtstagsparty. Ich hoffe auf Kuchen. Kuchen und Torten. Meistens hat sie irgendwas aus der Tiefkühlabteilung. Aber die von Koppenrad und Wiese, die lassen sich ganz gut essen. Die schmecken sehr gut. Von daher. Ja, und hier ist noch das Geschenk für Hannas Freundin. Weil die hatte ihren 6. Geburtstag. Und genau, Moment, jetzt muss ich überlegen. Ein Tag, nee. Sie hat am Montag gefeiert. Und am Freitag musste ich Hanna aus der Schule abholen, weil sie solche Bauchschmerzen hatte. Und abends kriegte sie dann Fieber. Da habe ich ihr dann Ibu-Saft gegeben. Und am nächsten Tag wollte sie freiwillig zum Arzt, weil sie solche Bauch- und zu dem Zeitpunkt dann auch schon Halsschmerzen hatte. Und dann mussten wir natürlich ins Krankenhaus, weil Arzt hat natürlich Samstag nicht auf. Und die stellte dann Scharlach fest. Und warum Bauchschmerzen, haben wir uns gefragt, weil eben nicht nur hier Lymphknoten sitzen oder Lymphdrüsen, sondern eben auch in der Bauchgegend. Und deswegen kann das schnell mal mit Bauchschmerzen anfangen. Und so war das eben bei Hanna. Sie hatte erst Bauchschmerzen und dann fing das hier an, alles dick zu werden. Und sie hat ja sowieso solche Mördermandeln. Die waren echt so dick, die haben sich gegenseitig berührt. Und sie konnte kaum schlucken und ich konnte auch in ihrem Rachen lauter weiße Pünktchen sehen. Das war dann der Samstag und abends kriegte sie dann Antibiotikum. Das muss sie jetzt seit einer knappen Woche nehmen. Und sie gehen aber nächste Woche wieder zusammen zum Tanzen und dann nehmen wir das mit. Und dann sind ja auch schon wieder Ferien, ne? Ich bringe euch mal auf den neuesten Stand, was Ellie angeht und Hannah. Im Moment ist echt
irgendwie, wenn es schief läuft, läuft alles schief, ne? Ellie fing vor einigen Tagen an, wenig zu essen. Und sie war so richtig bedröppelt, schon fast teilnahmslos teilweise. Waren wir mit ihr zweimal beim Tierarzt, wurde jedes Mal Blut abgenommen. Blutwerte waren immer super, war nichts zu entdecken. Beim vorletzten Termin kam sie dann sogar an den Tropf. Dann, das war an einem Donnerstag, danach ging es ihr wirklich wesentlich besser. Sie hat gegessen, sie ist Gassi gegangen, war fröhlich. Das war dann an dem Freitag und Samstag ging das schon wieder so ganz dezent los, dass man dachte, na, geht es jetzt wieder bergab. Und tatsächlich, Sonntag ging es ihr schon wieder schlecht. Am Montag war ich direkt wieder beim Tierarzt, saß da über 2,5 Stunden mit ihr, weil wir natürlich keinen Termin hatten. Und dann hieß es so, sie muss hier bleiben, wir nehmen nochmal Blut ab und Ultraschall, weil sie hatte jetzt, es kam Blut aus der Blase. Und ich hatte das gegoogelt, soll man ja eigentlich nicht machen, aber ich habe das gegoogelt und alle Symptome sprachen für eine Gebärmutterentzündung. Und das hatte ich dann eben auch gesagt und daraufhin hieß es dann, ja, wir machen auf jeden Fall nochmal Blutabnahme und Ultraschall. Und dann rief ich eben später an, ich musste sie dann da lassen, damit sie nochmal an den Tropf konnte. Und da hieß es dann tatsächlich, ja, Gebärmutterentzündung. Das war dann allerdings schon gestern Nachmittag. Und sie hatten gesagt, sie hielten das nicht für nötig, das gestern Abend in der Not-OP zu machen. Sie wollten das heute Morgen dann direkt machen. Und über Nacht musste Ellie dann halt in der Tierarztpraxis bleiben. Jetzt ist es 16:45 und ich bin auf dem Weg in die Tierarztpraxis und ich hoffe, es beschlägt, dass ich Ellie wieder mitnehmen kann und dass es ihr dann endlich wieder besser geht. Sie hatte ja, bevor dieses nun losging, hieß es erst, sie hat einen Magen-Darm-Infekt und weil sie halt schon älter ist, zieht sich das ein bisschen länger hin. Das kam mir aber dann irgendwann sehr komisch vor, weil das gar nicht so war wie sonst, wenn sie Magen-Darm-Infekt hat. Und davor hatte sie ja nun gerade, haben wir festgestellt, dass sie ganz plötzlich eine Allergie hat. Eine Allergie gegen Milben. Und dagegen nimmt sie jetzt ein Mittel. Und dann haben wir natürlich gedacht, dass sie vielleicht allergisch reagiert auf dieses Medikament. Also irgendwie ist im Moment echt der Wurm drin. Die Arme ist total gebeutelt. Dieses Jahr ist das jetzt schon die dritte OP. Und dann noch die Allergie dazu, das hat sie echt nicht verdient. Und ich saß dann gestern schon wie ein Häuflein Elend auf der Couch. Oh, ihr kippt schon wieder. Und hab natürlich gedacht, oh Mann, also dann denkt man, wer weiß, ne? Sie sitzt da alleine in diesem Käfig die ganze Nacht. Wer weiß, was passiert und keiner ist da, keiner würde es so schnell bemerken. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die OP gut gegangen ist und ich fahre jetzt direkt auf den Parkplatz von der Tierarztpraxis und ich melde mich gleich zurück. Ich sitze wieder im Auto. Ja, mit Ellie. Oh Mann, ich bin froh, dass ich sie wieder habe. Sie macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Ich bin jetzt gerade noch mal eine kleine Runde mit ihr spazieren gegangen. Sie darf ein bisschen essen heute Abend. Und eigentlich soll es ihr innerhalb ein paar Tage richtig, richtig gut gehen wieder. Das wäre super. Da ist sie. Schnäckchen. Elli, Schatz. Glücklich siehst du nicht aus. Das muss ich ja mal sagen. Not a happy cookie. Kein glücklicher Keks, ne? Nein. So, das Ding ist, habe ich euch noch gar nicht erzählt. Hanna hatte ja Scharlach, da hat sie Antibiotikum bekommen. Und das ist jetzt 1,5 Wochen her. Gestern Abend fing sie schon ein bisschen damit an, dass sie so weinerlich war, was sie sonst eigentlich gar nicht ist.
Und heute musste ich sie dann wieder abholen und bin direkt mit ihr zum Kinderarzt gefahren. Der hatte Gott sei Dank über Mittag durchgehend auf. Und ja, Abstrich gemacht, wieder Scharlach. Das Antibiotikum war nicht ausreichend. Jetzt hat sie eine höhere Dosierung bekommen und darf wieder 10 Tage Antibiotikum nehmen. Und wir hoffen, dass es dann weg ist. Das heißt, sie darf wieder nicht zum Turnen, wieder nicht zum Tanzen. All das, was sie gerne macht, wieder Verbot. Ja, Elli, ihr beide macht Sachen. Ihr beide macht Sachen, Schätzchen. Jetzt habe ich 2 kranke Mädels zu Hause. Hallo. 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 Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Bei Edeka. Fast. Fast richtig. Bei Rewe. Bei Mediamarkt. Mhm. Und zwar wollen wir in einer knappen Woche nach Frankfurt fahren. Ja. Und da fahren wir ja ziemlich lange hin. Und Hanna braucht für die Autofahrt neue DVDs. Ja. Ne? Das heißt eigentlich, sie nimmt auch ihre alten mit. Aber wir wollen einfach mal gucken, ob sie vielleicht noch 1-2 DVDs findet, ne, für die Fahrt. Weil 6 Stunden ist schon ziemlich lang. Ich meine, ich habe damals als Kind die Fahrt nach Bayern auch ohne DVDs ausgehalten. Ich hatte einen Walkman mit Bibi Blocksberg. Das ist ein Luxus, dass du Fernsehen gucken kannst während der Autofahrt, Schnucki. Was ist ein Luxus? Ja. Also wir wollen jetzt einfach mal schauen, ob wir für Hanna was finden, ne? Ah. Hier sind schon DVDs, Schnucki. Du gehst überall vorbei. Mäusi. Ich weiß, dass ich die noch. Ja, aber soll ich dir was sagen? Du hast alle Filme schon im Fernsehen gesehen, oder nicht? Oder kennst du den noch nicht? Doch, den kenne ich sogar schon. Und das? Das kenne ich aber in echt nicht. Das heißt, alle Flügel an Bord. Das kenne ich auch noch nicht, das hier. Aber da ist wahrscheinlich immer eine neue drauf. Drei Stück, okay? Ja. So, und jetzt musst du gucken. So, Hanna hat ihre Ausbeute, aber wir dürfen natürlich nicht rausgehen ohne. Oh, er ist kaputt, er funktioniert nicht mehr. Oh, hast du bloß falsch rumgehalten. Ja. Falsch? Ja. Wird's wärmer? Ja. So. So. So, Hannas Ausbeute, alle Flügel an Bord, Paw Patrol, Rettungen im Winter. Conny kommt in den Kindergarten und Conny geht aufs Töpfchen. Das scheint eine neue CD zu sein, obwohl Conny da ja 3 Jahre alt ist, aber die ist von 2017. Und es tut mir leid, dass ihr schon wieder so lange auf ein Video warten musstet. Ich hoffe, beim nächsten Mal geht's etwas schneller. Ne? Ja. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.